hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind es Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt den Handschuh, drauf man keine Untat liest. An der Themse, grünem Wasser, fallen plötzlich Leute um. Es ist weder Pest noch Cholera, doch man sagt, McKeith geht um. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man McKeith-Messer nennt. Und das große Feuer in Soho. Sieben Kinder und ein Greis. In der Menge McKeith-Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Um der zunehmenden Verhärtung der Menschen zu begegnen, hatte der Geschäftsmann Jonathan Peacham einen Laden eröffnet, in dem die Elendsten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben. Zeig, was für ein Schurke du bist. Der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft. Verschacher dein Ehweib, du Wicht. Der Herrgott für dich ist er Luft. Der zeigt's dir beim jüngsten Gericht. Es muss etwas Neues geschehen. Mein Geschäft ist zu schwierig, denn mein Geschäft ist es, das menschliche Mitleid zu erwecken. Es gibt einige wenige Dinge, die den Menschen erschüttern. Einige wenige. Aber das Schlimme ist, dass sie mehrmals angewendet schon nicht mehr wirken. Denn der Mensch hat die furchtbare Fähigkeit, sich gleichsam nach eigenem Belieben gefühllos zu machen. So kommt es zum Beispiel, dass ein Mann, der einen anderen Mann mit einem Armstumpf an der Straßenecke stehen sieht, ihm wohl in seinem Schrecken das erste Mal 10 Pennies zu geben bereit ist. Aber das zweite Mal nur mehr 5 Pennies. Und sieht er ihn das dritte Mal, übergibt er ihn kaltblütig der Polizei. Hallo? Peacham und Co.
Besitzer der Firma Bettlers Freund. Man hat mich zu Ihnen geschickt. Ihr Name? Ja, sehen Sie, Herr Pietschemich, ich habe von Jugend an Unglück gehabt. Meine Mutter war eine Säuferin, mein Vater ein Spieler. Von Jugend an auf mich selber gestellt, geriet ich immer tiefer in den Sumpf der Großstadt. Aller Mittel entblößt, eine Beute meiner Triebe. Sagen Sie mal, Sie Wrack, den Vortrag halten Sie doch öffentlich. In welchem Distrikt sagen Sie dieses Kindergedicht auf? Ja, sehen Sie, Herr Pietschem, da war gestern so ein kleiner, peinlicher Zwischenfall in der Highland Street. Ich stehe da ganz still und unglücklich an der Ecke, Hut in der Hand, ohne was Böses zu ahnen. Highland Street, ja, stimmt. Du bist der Dreckkerl, der die Frechheit hatte, im Distrikt 10 die Passanten zu belästigen. Wir haben es bei einer Tracht Prügel bewenden lassen, weil wir annehmen konnten, du weißt nicht, wo Gott wohnt. Wenn du dich aber noch einmal blicken lässt, dann wird die Säge angewendet, verstehst du? Bitte, bitte. Was soll ich denn machen? Die Herren haben mich wirklich ganz blau geschlagen. Und dann haben sie mir ihre Geschäftskarte in die Hand gegeben. London ist eingeteilt in 14 Distrikte. Jedermann, der das Bettlerhandwerk auszuüben gedenkt, braucht eine Lizenz. Von Jonathan, Jeremiah, Pietschem und Co. Lizenzen werden nur an Professionals verliehen. Ja, da könnte jeder kommen. Eine Beute seiner Triebe. Bitte, Herr Pietschem, bitte! Es muss etwas geschehen! Wenige Schillinge trennen mich vom völligen Ruin mit 2 Schillingen in der Hand. 20 Schillinge? 10 Schillinge. Und 50% bei wöchentlicher Abrechnung. Mit Ausstattung 70%. Worin besteht denn die Ausstattung? Das bestimmt die Firma. In welchem Distrikt könnte ich denn da antreten? Baker Street, 2 bis 104. Das ist sogar billiger. Da sind es nur 50% mit Ausstattung. Hier, bitte sehr. Ihr Name? Charles Finch. Stimmt. Frau Pietschem! Das ist Finch, Nummer 314, Distrikt Baker Street. Ich trage selbst ein. Ausstattung C. Typen des Elends, die geeignet sind, das menschliche Herz zu rühren. Der Anblick solcher Typen versetzt den Menschen in jenen unnatürlichen Zustand, in welchem er bereit ist, Geld herzugeben. Ausstattung A, Opfer des Verkehrsfortschritts, der muntere Lahme. Immer heiter, immer sorglos, verschärft durch einen Armstumpf. Ausstattung B, Opfer der Kriegskunst, der lästige Zitterer, belästigt die Passanten, arbeitet mit Ekelwirkung. Gemildert durch Ehrenzeichen. Ausstattung C, Opfer des industriellen Aufschwungs, der bejammernswerte Blinde oder die hohe Schule der Bettelkunst. Er hat Mitleid! Sie werden in einem Menschenleben kein Bettler. Das taucht höchstens zum Passanten. Also Ausstattung D. Celia, du hast schon wieder getrunken. Und jetzt siehst du nicht aus den Augen. Was geschieht denn mit meinen Sachen? Gönne Firma, Ausstattung E. Junger Mann, der bessere Tage gesehen hat. Beziehungsweise dem es nicht an der Wiege gesungen wurde. Warum kann ich das nicht mit den besseren Tagen machen? Weil einem niemand sein eigenes Elend glaubt, mein Sohn. Jetzt mach mal ein bisschen plötzlich, Kleiner. Ich halte dir deine Hosen nicht bis Weihnachten. Wo ist deine Tochter? Dolly? Oben. War dieser Mensch gestern wieder hier? Der immer kommt, wenn ich weg bin. Sei nicht so misstrauisch, Jonathan. Es gibt keinen feineren Gentleman. Der Herr Captain hat sehr viel übrig für unsere Polly. So. Und wenn ich nur für 10 Penny Grips hier habe, dann findet Polly ihn auch sehr nett. Celia, du schmeißt mit deiner Tochter um dich, als ob ich Millionär wäre. Sie soll wohl heiraten.
Glaubst du denn, dass unser Dreckladen noch eine Woche lang geht, wenn dieses Geschmeiß von Kundschaft nur unsere Beine zu Gesicht bekommt? Ein Bräutigam, der hätte uns doch sofort in den Klauen. So hätte er uns. Meinst du, dass deine Tochter im Bett besser ihr Maul hält als du? Du hast ja eine feine Vorstellung von deiner Tochter. Die schlechteste, die allerschlechteste. Nichts als ein Haufen Sinnlichkeit. Jetzt jedenfalls nicht von dir. Heiraten. Meine Tochter soll für mich das sein, was das Brot für den Hungrigen. Das steht sogar irgendwo in der Bibel. Heiraten. Das ist überhaupt so eine Schweinerei. Ich will ja das Heiraten schon austreiben. Wie heißt er denn, der Herr? Wir werden doch nicht so plump sein und ihn nach seinem Geburtsschein fragen, wenn er so vornehm ist und uns ins Tintenfischhotel einlädt. Wohin? Ins Tintenfischhotel. Seinem kleinen Step. Captain? Tintenfischhotel? So. 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 Der Captain hat deine Tochter und mich immer nur mit Glacé-Handschuhen angefasst. Glacé-Handschuhe? Der trägt übrigens wirklich immer Handschuhe. Und zwar weiße. Weiße Glacé-Handschuhe. So, weiße Handschuhe und ein Stock mit einem Elfenbeingriff. Und ein bezwingendes Wesen. Und eine Narbe. Am Hals. Wieso kennst du denn den schon wieder? Herr Peachum, könnte ich da nicht noch einen Tipp bekommen? Ich war immer für ein System. Und nicht, dass man irgendetwas Zufälliges daherredet. Ein System muss er haben. Er soll einen Idioten machen. Du kommst heute Abend um 6 Uhr, da wird dir das Nötige beigebracht werden. Verroll dich. Danke, Herr Peachum. 1000 Dank. 50%. Und jetzt werde ich dir auch sagen, wer dieser Herr mit den Handschuhen ist. Mackie Messer. Um Gottes Willen. Mackie Messer. Jesus. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Polly? Was ist mit Polly? Polly! Polly ist nicht nach Hause gekommen. Das Bett ist unberührt. Da hat sie mit dem Wollhändler soupiert. Sicher, Jonathan. Gott gebe, dass es der Wollhändler war. Anstatt dass Sie zu Hause bleiben und in Ihrem Bett, brauchen Sie Spaß. Brauchen Sie Spaß, gerade als ob man Ihnen eine Extrawurst gebraten hätte. Das ist der Mond über Soho. Das ist der verdammte Fühlst du mein Herz lagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny. Anstatt dass Sie was täten, was einen Sinn hat und einen Zweck. Machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Das wo ist dann Ihr Mond über Soho? Wo bleibt dann Ihr verdammter, fühlst du mein Herz schlagen Text? Wo ist dann das, wenn du wohin gehst, geh auch ich wohin, Johnny? Wenn die Liebe aus ist und im Dreck du verreckst. Tief im Herzen Sohos feiert der Bandit Mackie Messer seine Hochzeit mit Polly Peachum, der Tochter des Bettlerkönigs. Ist jemand da? Kein Mensch. Hier können wir ruhig feiern. Viele Menschen in London werden sagen, dass es das Kühnste ist, was du bis heute unternommen hast. Dass du Herrn Peachums einziges Kind aus seinem Haus gelockt hast. Wer ist Herr Peachum? Aber das ist ja ein Pferdestall.
Noch dazu gehört er nicht mal uns. In diesem Pferdestall findet heute meine Hochzeit mit Fräulein Polly Peachum statt, die mir aus Liebe gefolgt ist, um ein weiteres Leben mit mir zu teilen. Gestatten Sie, Captain? Polly, komm mal her. Gestatten Sie, Captain, dass wir Ihnen am schönsten Tag Ihres Lebens in der Maienblüte Ihrer Laufbahn, oh, wollte sagen Wendepunkt, die herzlichsten und zugleich dringlichsten Glückwünsche darbringen und so weiter. Sehr ekelhaft, dieser gespreizte Ton. Also, kurz und gut, Kopf hoch, altes Haus. Danke dir, Matthias. Das war sehr nett von dir. Ja, das sind Herzenstöne. Na also, Kopf nicht sinken lassen, alte Schaluppe. Das heißt, was den Kopf betrifft, den darf er nicht sinken lassen. So, kannst du mal deine Kinder absetzen. Das ist die richtige Schlampe dafür. Meg, sei nicht so ordinär. Da möchte ich doch protestieren, dass du Kitty eine Schlampe nennst. Was? Da musst du protestieren? Und überhaupt? Zog nehme ich ihr gegenüber überhaupt niemals in mein Maul dazu. Ach, dich Kitty viel zu hoch. Oh, was du vielleicht nicht begreifst, so wie du gebaut bist. Du hast gerade nötig, von Zonten zu reden. Meinst du vielleicht, Luzi hat mir nicht gesagt, was du ihr gesagt hast? Bin ich doch überhaupt ein Glacé-Handschuh dagegen. Komm, ist doch Hochzeit. Oh. Schöne Hochzeit, was, Polly? Diese Dreckhaufen musst du um dich sehen am Tage deiner Eheschließung. Das hättest du dir auch nicht gedacht, dass dein Mann so von seinen Freunden im Stich gelassen wird. Polly, kannst du was lernen? Ich find's ganz hübsch. Jetzt rück mal mit deinem Hochzeitsgeschenk raus, alte Münze. Komm. Komm. Da. Ach, ein Hochzeitsgeschenk. Das ist aber nett von Ihnen, Herr Münz, Matthias. Schau mal weg, was für ein hübsches... Nachteil. Vielleicht auch eine Zote, wa, Captain? Schon gut, ich wollte dir nicht direkt antizipieren. Ja. Na und das? Chippendale. Das ist Kartons, das ist keine Ahnung, wo es steht. Die ist großartig. Ich bin so glücklich, ich finde gar keine Worte. Alle Ihre Aufmerksamkeiten sind so fantastisch. Schade, dass wir keine Wohnung dafür haben, nicht wahr, Mac? Well, liebe Kraft, das hat den Anfang. Der Anfang ist schwer. Ja, ich danke dir auch bestens. Weil dann komm mal, räum mir das Zeug da weg. Das Essen! Los! Ich habe natürlich wieder nichts mitgebracht. Sie dürfen mir glauben, junge Frau, dass mir das wirklich sehr unangenehm ist. Herr Hakenfinger, Jakob, das hat rein gar nichts zu sagen. Sie müssen sich mal in meine Lage versetzen. Aber so ist das immer mit mir. Ich könnte Ihnen da Lagen aufzählen. Mensch, da steht Ihnen echt der Verstand still. Da treffe ich neulich die Spelunken, Jenny. Na, sag ich, alte Sau! Das ist das beste Essen, das du an diesem Tage kosten wirst. Polly. Ja. Darf ich bitten? Schöne Teller, Savoy Hotel. Die Mayonnaise-Eier sind verzweifelt. Das ist die eierlichste Runde an diesem Tage, Jakob. Mal was singen? Was ergötzliches? Was ergötzliches? Das ist ein prima Wort, Chef. Was ergötzliches? Ich wollte eigentlich doch nicht mit dem Essen anfangen und ich hätte es lieber gesehen, wenn es bei euch nicht gleich ran an den Tisch und rein in die Fressküpe geheißen hätte, sondern erst etwas Stimmungsvolles vorgegangen wäre. Bei anderen Leuten findet an einem solchen Tage doch auch etwas statt. Was denn zum Beispiel? Ich habe noch keine Oper, aber irgendetwas, das nicht nur in Fressen und Zotenreißen besteht. Mac, der Lachs ist wunderbar. Das gibt's bei Mac im Messer, alle Tage.
Ich habe immer gesagt, der Mac ist mal eine Partie für ein Mädchen, das Sinn für Höheres hat. Habe ich gestern noch zu Luzi gesagt. Luzi? Wer ist Luzi, Mac? Luzi? Ja. Ach, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Fehlt Ihnen etwas? Vielleicht Salz? Was wollten Sie gerade sagen, Herr Jakob? Gar nichts. Ich wollte hauptsächlich gar nichts sagen. Sag mal, Jakob, was hast du da in der Hand? Ein Messer, Captain. Ach, Und was hast du auf dem Teller? Eine Forelle, Captain. Jakob, und mit dem Messer, nicht wahr? Isst du die Forelle? Jakob, das ist unerhört. Ich meine, Polly, hast du sowas schon mal gesehen? Isst den Fisch mit Messer? Ha? Das ist doch einfach eine Sau, der sowas macht. Verstehst du mich, Jakob? Ja, Jakob. Komm lauter, verstehst du mich? Ja! Ihr werdet nie Geschäftsleute. Kannibalen, ja, aber keine Geschäftsleute. Polly, du wirst doch allerhand zu tun haben, bist doch solche Dreckhaufen. Menschen gemacht hast. Und wisst ihr überhaupt, was das ist, ein Mensch? Der Mensch oder das Mensch? Herr Walter. Sag mal, also es will keiner von euch ein Lied singen. Nichts, was den Tag verschönt. Nein. Es soll wieder so ein trauriger, gewöhnlicher, verdammter Drecktag sein wie immer? Ja. Steht überhaupt einer vor der Tür? Unsinn, es ist Hochwürden Kimbel. Guten Abend, Hochwürden Kimbel. Na, da hab ich euch ja doch gefunden. Dies ist eine kleine Bedienung. Ach, Hochwürden, ich bin ja so glücklich, dass Sie heute am schönsten Tag... Ja, komm, ich bitte meinen kleinen Kantus für Hochwürden Kimbel aus. Wie wär's mit Bill Logan und Mary Sire? Ja, Bill Logan, das wäre vielleicht passend. Bill Logan und Mary Sire wurden letzten Mittwoch Mann und Frau. Hoch sollen sie leben, hoch, hoch, hoch. Als sie entstanden vor dem Standesamt, wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt. Aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Hoch! Was? Ja, und ist das alles? Wissen Sie, was Ihre Frau treibt? Nein! Lassen Sie Ihr Lüstlingsleben sein. Nein. Hoch soll sie leben, hoch, hoch, hoch. Bill Logan sagte neulich mir, mir genügt ein kleiner Teil von ihr. Das Schwein. Hoch. Kärglich. Kärglich. Das ist das richtige Wort. Kärglich. Meine Herren, kärglich. Lass ihn los. Ich meine ja nur kein Schwung, kein Feuer und sowas. Meine Herrin, wenn keiner von Ihnen etwas vortragen möchte, dann will ich selbst eine Kleinigkeit zum Besten geben. Und zwar werde ich ein Mädchen nachmachen, das ich einmal in einer dieser vier Pennykneipen in Soho gesehen habe. Es war das Abwaschmädchen. Und Sie müssen wissen, dass alles über Sie lachte und dass sie dann die Gäste ansprach und solche Dinge zu Ihnen sagte, wie ich sie Ihnen gleich vorsingen werde. Sie können auch lachen, aber wenn Sie nicht können, dann brauchen Sie es nicht. So, und jetzt fange ich an. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dies luppige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und die Stadt wird gemacht dem Erdboden gleich. Nur ein luppiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man wird mich sehen treten aus der Tür gern morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8
und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100, gehen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen vor mir und fragen, welchen sollen wir töten? Und fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und dann werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schild mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Sehr nett. Wirklich, was? Wie das so hinlegt, die gnädige Frau. Was heißt denn das? Nett. Das ist doch nicht nett. Du Idiot. Das ist doch Kunst. Und nicht nett. Es war großartig. Polly. Großartig, aber vor solchen Dreckhaft, entschuldigen Sie bitte, hochhören, hat das ja... Das ist ja gar kein Zweck. Ich mag das gar nicht bei dir, diese Verstellerei. Also lass das gefälligst jetzt hier. Hallo, Captain! Polente! Der Sheriff selber! Bro! Tiger Brown! Richtig, ja, ja, Tiger Brown, ganz richtig. Dieser Tiger Brown ist es. Londons oberster Sheriff, der Feier von Old Bailey, der jetzt hier hereintreten wird in Captain McKees armselige Hütte. Da könnt ihr was lernen. Hallo, Jackie! Hallo, Mac. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss gleich wieder gehen. Muss das ausgerechnet ein fremder Pferdestall sein? Es ist doch wieder ein... Aber Jackie liegt so bequem. Oh, Jackie, ich freue mich. Ich freue mich, dass du gekommen bist, deines alten Max Hochzeitsfeier. Willst du machen, Jackie, da stelle ich ja gleich meine Gattin vor. Geborene Peach. Holly, das ist Tiger Brown. Was? Ja, das sind meine Freunde. Jackie, du dürftest ja alle schon einmal gesehen haben. Mac, ich bin privat hier. Sie auch, Jackie, Sie auch. Los, hoch! Weiter, los, Jimmy! Jakob! Ja, das ist Hakenfinger Jakob. Das ist ein großes Schwein, hm? Oh, Jackie. Setzen Sie sich, meine Herren, setzen Sie sich. Ich freue mich, die charmante Gattin meines alten Freundes Mac kennenzulernen. Keine Ursache, Herr. Setz dich, alte Schaluppe! Und segel mal hinein in den Whisky! Whisky. Meine Polly, meine Herren, sehen heute hier in ihrer Mitte einen Mann, den der unerforschliche Ratschluss des Königs hoch über seine Mitmenschen gesetzt hat und der noch immer mein Freund geblieben ist in allen Stürmen und Fairnessen und so weiter. Sie wissen, wen ich meine. Du weißt es ja auch, wen ich meine, was, Brown? Ach. Jackie, erinnerst du dich, wie wir, du als Soldat? Und ich als Soldat bei der Armee Indien dienten. Ja, sehen wir gleich das Kanonen. John war darunter und Jim war dabei. Und George ist Sergeant geworden. Doch die Armee fragt keinen, wer sei. Und marschiert im Lauf nach dem Norden. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, ne braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar. Johnny war der Whisky zu wahr und Jimmy hatte nie genug Decken, aber Georgie nahm beide beim Arm und sagte, die Armee kann nicht verrecken. Soldaten wohnen auf den Kanonen,
Couch behaart. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen eine neue Rasse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Bifetata. Gestorben und Jimmy ist tot. Und Georgie vermisst und verdorben. Aber Blut ist immer noch rot. Für die Armee wird jetzt wieder geworben. Soldaten wohnen auf den Kanonen, vom Kopf bis Kopf behaart. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Masse, eine braune oder blasse, da machen sie vielleicht daraus ihr Bifetata. Wohl das Leben uns die Jugendfreude mit seinen reißenden Fluten weit auseinandergerissen hat. Obwohl unsere Berufsinteressen ganz verschieden, ja, einige würden sogar sagen, ja, zu entgegengesetzt sind, hat unsere Freundschaft alles überdauert. Da könnt ihr was lernen. Castor und Pollux, Hector und und so weiter. Selten habe ich, der einfache Straßenräuber, ja, ihr wisst ja, wie ich es meine, einen kleinen Fisch zugetan, ohne meinem Freund einen Teil, einen beträchtlichen Teil, als angebindet und Beweis meiner unwandelbaren Treue zu überweisen. Und selten hat er, der allmächtige Polizeichef, eine Razzia veranstaltet, ohne vorher mir, deinem Jugendfreund, einen kleinen Fingerzeig zukommen zu lassen, Jackie. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Jackie. Das ist wirkliche Freundschaft. Ja, das ist echter Shiraz. Orient-Teppich Company. Ja. Jackie, da holen wir alles. Orient-Teppich Company. Jackie, ich musste dich heute einfach dabei haben. Du weißt doch, dass ich dir nichts abschlagen kann. Aber jetzt muss ich wirklich gehen, ich habe den Kopf so voll. Wenn bei der Krönung der Königin auch nur das Geringste passiert. So, Jackie, weißt du, mein Schwiegervater, ja? Das ist so ein ekelhaftes altes Ross. Wenn der da irgendeinen Stunk gegen mich zu machen versucht, ich meine, liegt da in Scotland Yard irgendetwas gegen mich vor? In Scotland Yard liegt nicht das Geringste gegen dich vor. Selbstverständlich. Habe ich doch längst erledigt. Ach, Jackie. Guten Tag. Alles gut. Hey, wollt ihr nicht? Meine Herren, es ist 9:30. Captain, jetzt kommt das Größte. Was ist denn los? Eine kleine Überraschung, Captain. Wofür? Wusste er nicht, woher ihr Brautkleid stammt, aber sie wusste seinen Namen nicht genau. Oh, wissen Sie, was Ihre Frau treibt? Nein! Lassen Sie ihr lustiges Leben sagen? Nein! Hoch! Ho, ho, ho! Belogen, sagte neulich mir, mir genügt ein kleiner Teil von ihr. Das Schwein! Ja, ich danke euch, Freunde. Ich danke euch, Kameraden. Und nun der unauffällige Abgang. Ja, und jetzt muss das Gefühl auf seine Rechnung kommen. Der Mensch wird doch sonst ein Berufstier. Polly, setz dich. Polly, siehst du den Mond über Soho? Ich sehe ihn, lieber. Fühlst du mein Herz schlagen, Geliebte? Ich fühle es, Geliebte. Wo du hingehst, da wird
Und wo du bleibst, da will auch ich sein. Und gibt auch kein Schriftstück vom Standesamt und keine Blume auf dem Altar. Und weiß ich auch nicht, woher dein Brautkleid stammt. Und ist keine Myrte im Haar. Der Teller, von welchem du isst, dein Brot, schau ihn nicht lang an, wirf ihn fort. Die Für Peachum, der die Härte der Welt kennt, bedeutet der Verlust seiner Tochter dasselbe wie der vollkommene Ruin. Geheiratet? Da behängt man sich hinten und vorn mit Kleidern und Hüten und Handschuhen und Sonnenschirmen. Und wenn sie so viel gekostet hat wie ein Segelschiff, dann wirft sie sich selber auf den Mist wie eine faule Gurke. Hast du wirklich geheiratet? Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, und das war ich einst grad so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer, und dann muss ich wissen, was ich tu. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktags rein, und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, dann sage ich ihm nein. Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht. Sicher war das Mond am Ufer festgemacht. Aber weiter kann nicht sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte so viel geschehen, aber da gibt's überhaupt nur nein. Der erste, der kam, war ein Mann aus Kent, der war, wie ein Mann sein soll. Der zweite hatte drei Schiffe im Hafen und der dritte war nach mir toll. Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war auch werktags rein und als sie wussten, was sich bei einer Dame schickt, da sagte ich ihnen, nein! Da behielt ich meinen Kopf oben und ich blieb ganz allgemein. Sicher schien der Mond die ganze Nacht. Sicher war das Boot am Ufer festgemacht. Aber weiter konnte nicht sein. Ja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen. Ja, da muss man kalt und herzlos sein. Ja, da könnte nur nein. Jedoch eines Tags, und der Tag war blau, kam einer, der mich nicht bat. Und er hängte seinen Hut an den Nagel in meiner Kammer, und ich wusste nicht mehr, was ich tat. Und als er kein Geld hatte, und als er nicht nett war, und sein Kragen war auch am Sonntag nicht rein, und als er nicht wusste, was sich bei einer Dame schickt, zu ihm sagte ich nicht nein. Da behielt ich meinen Kopf nicht oben und ich blieb nicht allgemein. Ach, es schien der Mond die ganze Nacht und es war das Mond am Ufer losgemacht.
und es konnte gar nicht anders sein. Ja. So, eine Verbrecherschlampe ist sie geworden. Das ist schön. Das ist angenehm. Ich hätte es kommen sehen müssen. Schon als Kind hatte sie einen Kopf auf wie die Königin von England. Das ist... Sie hat wirklich geheiratet? Ja, gestern Abend um 5 Uhr. Einen notorischen Verbrecher! Wenn ich es mir überlege, ist es ein Beweis großer Kühnheit bei diesem Menschen. Wenn ich meine Tochter... die letzte Hilfsquelle meines Alters ist, wegschenke, dann stürzt mein Haus ein und mein letzter Hund läuft weg. Ja, was denkst du dir eigentlich? Ist das der Dank für alles? Jonathan, ich werde verrückt. In meinem Kopf schwimmt alles. Ich kann mich nicht mehr halten. Oh! Ein Glas Cordial, Medoc. Da siehst du, wohin du deine Mutter gebracht hast. Schnell! Gib ihr nur ruhig 2 Glas, das bringt sie wieder auf die Beine. Jetzt kommt sie wieder mit ihrer falschen Anteilnahme und Fürsorge. Bitte schau ihn dir an, ist er etwa schön? Nein, aber er hat ein Auskommen, er bietet mir eine Existenz. Er ist ein ausgezeichneter Einbrecher, dabei ein weitschauender und erfahrener Straßenräuber. Ich weiß ganz genau, ich könnte dir die Zahlen nennen, wie viel seine Ersparnisse heute schon betragen. Also, das ist alles ganz einfach. Du bist verheiratet. Was macht man, wenn man verheiratet ist? Nur nicht denken. Na, man lässt sich scheiden, nicht wahr? Ist das so schwer herauszubringen? Ich weiß nicht, was du meinst. Scheidung. Ja, aber ich liebe ihn doch. Wie kann ich denn da an Scheidung denken? Sag mal, genierst du dich überhaupt nicht? Ja, Mutter, wenn du je geliebt hast. Geliebt? Das sind die verdammten Bücher, die du gelesen hast. Die haben dir den Kopf verdreht, Polly. Das machen doch alle so. Ja, dann mache ich eben eine Ausnahme. Ja, dann werde ich dir deinen Hintern versohlen, du Ausnahme. Tja, das machen alle Mütter, aber es hilft nichts. Weil die Liebe größer ist, als wenn der Hintern versohlt wird. Meine Liebe, lass ich mir nicht rauben. Noch einfach. Die Liebe ist doch das Höchste auf der Welt. Der Kerl, der hat ja überhaupt mehrere Weiber. Wenn der mal gehängt wird, dann meldet sich womöglich ein halbes Dutzend Weibsbilder als Witwen. Und alle womöglich noch mit einem Balg auf dem Arm. Ach, Jonathan. Gehängt? Wie kommst du auf gehängt? Das ist eine gute Idee. Geh mal raus, Polly. Richtig, das gibt 40 Pfund. Ich verstehe dich. Beim Sheriff anzeigen. Selbstverständlich. Nur wir müssen wissen, wo er überhaupt steckt. Das kann ich dir genau sagen, mein Lieber. Bei seinen Menschherren steckt er. Aber die werden ihn nicht angeben. Das lass mich nur machen. Geld regiert die Welt. Wenn er von jetzt ab in 2 Stunden auch nur bei einer einzigen auftaucht, ist er geliefert. Wer ist mit dem Messer? Mach dich fertig, Polly. Wir gehen zum Sheriff von London. Und du gehst nach Turnbridge. Zu seinen Huren. Denn die Gemeinheit der Welt ist groß. Und man muss sich die Beine ablaufen, damit sie ja nicht gestohlen werden. Was ich möchte, ist es viel. Einmal in dem tristen Leben einem Mann mich hinzugeben. Ist das ein zu hohes Ziel? Ist das ein zu hohes Ziel? Das Recht des Menschen ist auf dieser Erde,
da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein, teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein, das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nie vernommen, dass einer auch sein Recht bekam, ach wo. Wer hätte nicht gern einmal Recht bekommen, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wie gehöre ich zu dir gut? Alles möchte ich dir geben, was du hast, was hast vom Leben, weil man das doch gerne tut, weil man das doch gerne tut. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die mittelkärtlich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Da habt ihr eben leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Natürlich hab ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wollen auf Erden nicht ein Paradies, doch die Verhältnisse gestatten sie's. Nein, sie gestatten es eben nicht. Dein Bruder, der doch an dir hangt, wenn halt für zwei das Fleisch nicht langt, tritt er dir eben ins Gesicht. Auch treu sein, ja, wer wollte es nicht? Doch deine Frau, die an dir hangt, wenn deine Liebe ihr nicht langt, tritt sie dir eben ins Gesicht. Ja, dankbar sein, wer wollte es nicht? Und auch dein Kind, das an dir hangt, wenn dir das Altersbrot nicht langt, tritt es dir eben ins Gesicht. Ja, menschlich sein, wer wollte es nicht? Ja, das ist eben schade. Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut und statt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut und statt so roh, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Ja, dann ist eben nichts damit, dann ist das eben alles Kind. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da habe ich eben leider recht. Und das ist eben schade, das ist das riesig schade. Donnerstagnachmittag. Mackie Messer nimmt Abschied von seiner Frau, um vor seinem Schwiegervater auf das Moor von Highgate zu fliehen. Mac! Mac! Mac, erschrick nicht! Mac! Was ist los? Mac, ich bin bei Brown gewesen und mein Vater ist auch da gewesen. Sie haben beschlossen, dass sie dich fassen wollen. Mac! Mein Vater hat mit etwas ganz Furchtbarem gedroht und Brown hat erst zu dir gehalten, aber dann ist er zusammengebrochen und jetzt meint er auch, du solltest schleunigst für einige Zeit unsichtbar werden, Mac. Du musst gleich packen. Ich will das gar nicht mit dir tun, als Papa. Nein, das dürfen wir jetzt nicht, bitte. Ich bin so erschrocken. Es war immer fort vom Hängen die Rede. Holly, ich mag das nicht, wenn du so launisch bist. Wegen mich liegt in Scotland Yard überhaupt nichts vor. Ja. Gestern vielleicht nicht, aber heute liegt plötzlich ungeheuer viel gegen dich vor. Du hast, ich habe die Anklageakten mitgebracht, das ist eine Liste, die überhaupt nicht mehr aufhört. Du hast 2 Kaufleute umgebracht, 23 Straßenüberfälle, über 30 Einbrüche, Brandlegungen, Fälschungen, vorsätzliche Morde, Meineide und das alles in 1,5 Jahren. Du bist ein schrecklicher Mensch. Und in Winchester hast du 2 minderjährige Schwestern verführt. Mir haben sie gesagt, sie seien über 20. Also, was sagte Brown? Er fasste mich noch im Flur und sagte, jetzt könne er nichts mehr für dich machen. Ach, Mac. Polly. Also gut, wenn ich weg muss, dann musst du die Leitung des Geschäftes übernehmen. Ach, nee, hol jetzt nicht vom Geschäft, Mac. Komm, küsse deine arme Polly. Nur noch einmal. Ich schwöre ihr. Ja, zu
zu. Polly, das ist das Hauptbuch. Komm, komm, setz dich da hin. Das ist die Liste des Personals. Okay. So, pass auf. Hakenfinger Jakob, 1,5 Jahre im Geschäft. Wollen wir sehen, was er gebracht hat. 1, 2, 3, 4, 5 goldene Uhren. Das ist nicht viel, aber es ist saubere Arbeit. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Komm, geh runter von meinem Schoß. Trauerweiden, Walter. Ist ein unzuverlässiger Hund. Verkitscht Zeug auf eigene Faust. 3 Wochen Galgenfrist, dann ab. Du meldest ihn einfach bei Brown. Ich melde ihn einfach bei Brown. Jimmy Zoo, ein unverschämter Kunde. Einträglich, aber unverschämt. Beim Damen der besten Gesellschaft das Betttuch unterm Hintern weg. Gib ihm Vorschuss. Ich gebe ihm Vorschuss. Säge Robert, ein Kleinigkeitskrämer ohne eine Spur von Genie, kommt nicht an den Galgen, hinterlässt auch nichts. Hinterlässt auch nichts. Übrigens machst du es genauso wie bisher. Du stehst jeden Morgen um 7 Uhr auf, wäsch dich, badest einmal und so weiter. Du hast ganz recht, Mac. Ich muss die Zähne zusammenbeißen und auf das Geschäft aufpassen. Was dein ist, ist ja jetzt auch mein, nicht wahr, Mac? Wie ist ja das mit den Zimmern, Mac? Soll ich die nicht aufgeben? Um die Miete ist es mir direkt leid. Nein, die brauche ich, ne? Ja, aber wozu? Das kostet doch nur unser Geld. Sollst du meinen, ich komme überhaupt nicht mehr zurück? Ja, wieso? Da kannst du doch wieder mieten, Mac. Oh, Mac, ich kann nicht mehr. Ich sehe immer deinen Mund und dann höre ich nicht, was du sprichst. Musst du mir auch treu sein, Mac? Aber selbstverständlich werden wir treu sein. Ich werde doch Gleiches mit Gleichem vergelten. Glaubst du, ich liebe dich nicht? Ich sehe doch nur weiter als du. Ich bin dir so dankbar, Mac. Du sorgst für mich und die anderen sind hinter dir her wie die Bluthunde. Den Reingewinn schickst du weiter an das Bankhaus Jack Poole in Manchester. Hat er uns gesagt, es ist ja nur eine Frage von Wochen, dass ich ganz in das Bankfach übergehe. Ja, es ist sowohl sicherer als auch einträglicher. In höchstens 2 Wochen muss das ganze Geld herausgenommen sein aus dem Geschäft. Da gehst du zu Brown und lieferst der Polizei die Liste ab. Ja. In höchstens 4 Wochen ist dieser ganze Abschaum der Menschheit in den Kerkern von Old Bailey verschwunden. Freue mich, Sie zu sehen, meine Herren. Guten Tag, meine Herren. Captain! Ich habe die Liste mit den Krönungsfeierlichkeiten jetzt bekommen. Ich darf nur sagen, meine Herren, wir haben Tage schwerster Arbeit vor uns. In einer halben Stunde trifft der Erzbischof von Canterbury. Ja. Ja, ihr müsst sofort weg. Was heißt ihr? Ja. Was mich betrifft, so bin ich leider gezwungen. Was ist denn hier los? Bin ich leider gezwungen, eine kleine Reise anzutreten. Und das ausgerechnet, wo die Krönung ansteht? Die Krönung ohne Sie, das ist ja wie ein Brei ohne Löffel. Halt deine Fresse! Nein, ja. Zu diesem Zwecke übergebe ich für kurze Zeit meiner Frau die Leitung des Geschäftes. Polly. Jungs, ich denke, unser Captain kann da ganz ruhig abreisen. Wir werden das Ding schon schmeißen. Erstklassig. Was, Jungs? Ich habe ja nichts zu sagen, aber... Ich weiß nicht, ob da eine Frau in einer solchen Situation... Also, das ist nicht gegen Sie gerichtet, nee, Frau. Was sagst du dazu, Polly? Du Sauhund, du fängst ja gut an. Natürlich ist das nicht gegen mich! Matthias, übrigens, du trinkst zu viel. Du hast das letzte Woche wieder durchblicken lassen, dass die in Brandstätten des Kinderhospitals... in Greenwich von dir gemacht wurde. Greenwich! Ach so. Wenn das noch einmal vorkommt, dann bist du entlassen, Matthias. Wer hat das Kinderhospital in Brand gesteckt? Ah, ich doch. Wer hat es in Brand gesteckt? Sie, Herr McKees. Also komm, wer? Sie, Herr McKees. Auf diese Weise kann unser einer natürlich nie hochkommen. Du kommst schon hoch, wenn du glaubst, du kannst mit mir konkurrieren. Tätige Frau! Befehlen Sie über uns, solange der Herr Gemahl verreist ist. Jeden Donnerstag Abrechnung, gnädige Frau. Jeden Donnerstag, Jungs. Und jetzt adieu, mein Herz. Halte dich frisch. Und du vergisst nicht, dich jeden Tag zu schminken. Gerade als wenn ich da wäre. Olli, das ist sehr wichtig. Und du, Mac, versprichst mir, dass du keine Frau mehr ansehen willst und gleich wegreist.
30. Das ist sehr wichtig, Mac. Aber Polly, Polly, ich liebe doch nur dich. Und Polly, bevor du den Mond von deinem Fenster aus siehst, bin ich schon hinter dem Moor von Highgate. Ach, Mac, reiß mir nicht das Herz aus dem Leibe. Bleibe bei mir und lass uns glücklich sein. Ich muss mir doch selber das Herz aus dem Leibe reißen, denn ich muss fort und niemand weiß, wann ich wiederkehre. Es hat so kurz gedauert, Mac. Hört es denn auf? Ach, gestern hatte ich einen Traum. Da sah ich aus dem Fenster und hörte ein Gelächter auf der Gasse. Und wie ich so hinaussah, sah ich unseren Mond. Und der Mond war ganz dünn, wie ein Penny, der schon abgegriffen ist. Vergiss mich nicht, Mac, in den fremden Städten. Sicher vergesse ich dich nicht, Polly. Küss mich, Polly. Adieu, Mac. Adieu, Polly. Die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder jenem Ort. Und er kommt doch nicht wieder. Jenny, wenn du Mackie Messer in den nächsten Tagen siehst, dann gehst du zu dem nächsten Constable und zeigst ihn an. Dafür bekommst du 10 Schilling. Aber werden wir ihn denn sehen, wenn die Constabler hinter ihm her sind? Wenn die Jagd auf ihn anfängt, wird er sich doch nicht mit uns die Zeit vertreiben. Ich sage dir, Jenny, und wenn ganz London hinter ihm her ist, Mackie ist nicht der Mann, der seine Gewohnheiten deswegen aufgibt. Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger er und alle anderen Kälber, der frechste und der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber, das fragt nicht, ob er will, er ist bereit, das ist die sexuelle Höflichkeit. Glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß das, wer ein Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn vor es Nacht wird, liegt er wieder droben. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken, und dies mit ansahen, was sie sich auch spuren, als sie verreckten, wer begrub sie? Huren, das fragt nicht, ob sie wollen, sie sind bereit, das ist die sexuelle Höflichkeit. Der hält sich an die Bibel, der ans BGB, ein Mann, ein Christ, ein Jud, ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst, nachmittags weiht man sich noch ner Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben, und vor es Nacht wird, liegt man wieder droben. Die Krönungsglocken waren noch nicht verklungen und Mackie Messer saß bei den Huren von Turnbridge. Die Huren verraten ihn. Es ist Donnerstagabend.
Heute kommt er nicht. So? Ich glaube, der kommt überhaupt nicht mehr. Das wäre aber schade. Ja. So wie ich den kenne, ist er längst über die Stadtgrenze raus. Diesmal heißt es abhauen. Heute ist mein Donnerstag. Ich will doch von meinen Gewohnheiten nicht durch solche Lappalien abhalten lassen. Außerdem regnet's. Im Namen des Königs wird gegen den Captain McKeith Anklage erhoben wegen dreifach. Habe ich mir auch gesagt? Ja, natürlich. Das ganze Personal, pass auf. Du, das ist die Anklage. Mac, gib mal deine Hand her. Ja, Jenny, lies ihm aus der Hand. Das verstehst du aus mir, Beth. Was schaust du denn so, Jenny? Da läuft er mir kalt den Rücken runter. Reiche Erbschaft, Jenny? Nein, reiche Erbschaft nicht. Weite Reise in Kürze? Nein, keine weite Reise. Bitte nur das Gute, nicht das Schlechte. Ach, was? Ich sehe da ein enges Dunkel und wenig Licht. Dann sehe ich ein großes L, das heißt List eines Weibes. Und dann sehe ich... Halt, über das enge Dunkel und die List zum Beispiel möchte ich ein paar Einzelheiten wissen, Jenny. Den Namen des listigen Weibes zum Beispiel. Ich sehe nur, dass er mit J angeht. Dann ist es falsch. Er geht mit P an, Jenny. Mac, wenn die Krönungsglocken von Westminster läuten, wirst du eine schwere Zeit haben. Sag mir mehr, Jenny. Was ist los? Ich bin gerade bei den Schändungen. Wo sind Jenny geblieben? Meine Damen, lange bevor mein Stern über dieser Stadt aufging, lebte ich mit einer von Ihnen in den dürftigsten Verhältnissen. Und wenn ich auch heute Mackie Messer bin, so werde ich doch niemals im Glück die Gefährten meiner dunklen Tage vergessen. Vor allem Jenny, die mir die Liebste war unter den Mädchen. In einer Zeit, die längst vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schätzte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders, doch so geht es auch. Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wiederkommen wollen, bitte sehr. So hielten wir ein gutes halbes Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt war, die nun vergangen ist, hat er
er mich manches liebe Mal gestemmt. Und wenn kein Zaster war, hat er mich angehaut. Da hieß es gleich, du, ich versetz dein Hemd. Ein Hemd ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber tückisch, Jana weißt. Ich fragt ihn manchmal direkt, was er sich erdreist. Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt. Da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt. Das war so schön in diesem halben Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt war. Noch nicht ganz so trüb wie jetzt war. Wenn man auch nur bei Tag zusammen lag, war sie ja, wie gesagt, nachts meist besetzt war. Nachts ist es üblich, doch geht's auch bei Tag. Und damals war ich ja dann auch mal hops von dir. Na machten wir es dann so, ich lag dann unter ihr. Weil er das Kind nicht schon im Leibe drücken wollte. Das aber dann doch in die Binsen gehen sollte. Und dann war auch bald aus das halbe Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt war. Wir können ja gehen. Hat diese Dreckbude immer noch nur einen Ausgang? Mein lieber Herr McKeith, mein Mann sagt, die größten Helden der Weltgeschichte sind über diese kleine Schwelle gestolpert. Darf ich fragen, wie geht es Ihrem Mann? Wieder besser. Leider müssen Sie sich jetzt von diesen reizenden Damen hier verabschieden. Constable, führen Sie den Herrn in sein neues Heim. Meine Damen, wenn Sie ihn besuchen wollen, treffen Sie ihn immer zu Hause. Der Herr wohnt von nun an in Old Bailey. Ich wusste ja, dass er sich bei den Huren rumtreibt. Die Rechnung begleiche ich. Leben Sie wohl, meine Damen. Verraten von den Huren wird McKeith durch die Liebe eines weiteren Weibes aus dem Gefängnis befreit. Dank wieder in unserer alten Villa. Ich bin es nicht gewesen, Mac. Ich habe alles gemacht, was... Guck mich nicht so an, das kann ich nicht aushalten. Dann schweigen Sie auf, fürchterlich. Zieht ihn in unserem Strick, ihr Schweine. Mac, sage etwas. Sage etwas zu deinem armen Jackie. Gib ihm ein Wort mit auf seinen dunklen... Nicht eines Wortes hat er mich für würdig erachtet. So was will oberster Polizeichef sein? Ist ja gut, dass ich nicht angeschrien habe.
Ja, zuerst dachte ich an sowas, aber dann überlegte ich mir gerade noch rechtzeitig, dass ein tiefer, strafender Blick ihm ganz anders den Rücken hinunterlaufen würde. Hat gesessen. Ich blickte ihn an und er weinte bitterlich. Den Trick habe ich aus der Bibel. Na, das sind wohl die schwersten, die Sie haben. Hm? Herr Aufseher, mit Ihrer gütigen Erlaubnis möchte ich um ein paar komfortablere bitten. Aber Herr Käpt'n, wir haben Sie hier in jeder Preislage. Es kommt ganz drauf an, was Sie anlegen wollen. Von einer Guinea bis zu 10. Was kosten gar keine? 50. Das Schlimmste ist, dass jetzt diese Geschichte mit der Lucy aufliegen wird. Wenn Brown erfährt, dass ich hinter seinem Freundesrücken mit seiner Tochter was gemacht habe, dann verwandelt er sich in einen Tiger. Ja, wie man sich bettet, so schläft man. Zigarre, Smith. Captain. Ich erwarte die Schlampe schon draußen. Ja, das werden ein paar schöne Tage werden bis zur Hinrichtung. Ihr Herr urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte, daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertrüge solche Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. When I was young, I too had this reaction. I saw myself among those great achievers. But when I saw how life treats true believers, I thought I would forgo the satisfaction. The poor have wisdom, but a bit of faith. The moment gets the glory and the strain. You're brave and wise and starving and in pain. And that concludes your dream of being great. So what's the best way to make life worthwhile? Just have a lot of cash and live in style. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Du gemeiner Schuft, wie kannst du mir ins Gesicht sehen, nach allem, was zwischen uns gewesen ist? Luzi! Hast du denn gar kein Herz, wo du deinen Mac so vor dir siehst? Ha, meinen Mann? Du Untier! Du glaubst wohl, ich wüsste nichts von der Geschichte mit Fräulein Peachum. Ich könnte dir die Augen auf! Luzi, bist du so töricht und bist eifersüchtig auf Holz? Bist du denn nicht mit ihr verheiratet? Du bist hier! Verheiratet? Ja, das ist gut. Ja, ja, nein, Moment, ich verkehre in diesem Haus. Ich rede mit ihr. Hin und wieder gebe ich mir so eine Art Kuss. Es läuft das alberne Frauenzimmer herum und sagt überaus, es sei mit mir verheiratet, liebe Luzi. Ich bin gerne bereit, alles zu deiner Beruhigung zu tun, wenn du glaubst, du findest hier eine Heirat. Mit mir. Gut. Ja, was kann ein Gentleman mehr sagen? Er kann nicht mehr sagen. Ach. Ich will doch nur eine anständige Frau werden. Wenn du glaubst, das wirst du durch eine Heirat mit mir. Gut, was kann ein Gentleman mehr sagen? Er kann nicht mehr sagen. Wo ist mein Mann? Oh, Mick, da bist du ja. Du hast mir doch gesagt, dass du nicht mehr zu den Frauen gehst. Und geh doch nicht weg, du brauchst dich nicht zu schämen. Ich bin doch deine Frau. Ach, die Schlampe. Was heißt das? Hm? Wer ist das überhaupt? So sage ihr wenigstens, wer ich bin. Sage ihr bitte, dass ich deine Frau bin. Bin ich nicht deine Frau? Sieh mich mal an. Bin ich nicht deine Frau? Der hält die Geige. Du hast zwei Frauen, du ungeheuer Krankenbeck. Bin ich nicht deine Frau? Hab ich nicht alles für dich getan? Unschuldig in den Stoff, in den Krebs, das weißt du.
Jetzt hör mal, ich kann es nicht ertragen. Ein Mensch aus Fleisch und Blut kann sowas nicht ertragen. Natürlich hat er die Frau einen gewissen natürlichen Vorrang. Leider, meine Liebe, zumindest nach außen hin. Der Mensch muss ja ganz verrückt werden von so viel Scherereien. Scherereien? Ja, ha! Ja, das ist gut. Aber was hast du dir denn da ausgesucht, dieses dreckige Früchtchen? Das ist also deine große Eroberung, ja? Das ist also deine Schönheit von Soho. Ich möchte auch mal was Schönes sehen, denn so schön wie du gibt es doch keine. Du Dreckhaufen. Selber Dreckhaufen. Du sollst ja auf meinen Mensch einen Eindruck machen. Soll ich das? Soll ich das? Da muss ich aber wirklich lachen. Musst du das? Musst du das? Na, das wäre ja gelacht. So, das wäre also gelacht. Wenn sich Mac aus dir nichts macht, wenn sich Mac aus mir was macht. Mit so einer befasst sich so. Liebe Luzi, jetzt beruhige dich, ja? Das Ganze ist ein Trick von Polly. Sie will mich mit dir auseinanderbringen. Mich hängt man und sie möchte gerne, dass meine Witwe herumlaufen. Das ist wirklich nicht der richtige Augenblick. Du hast das Herz, mich zu verleugnen. Du hast das Herz, mich weiter zu beschwatzen, dass ich verheiratet bin. Warum, Polly, musst du mein Elend vergrößern? Polly. Ich wusste es. Bei ihrem Kerl ist sie. Du Dreckschlampe, komm sofort her. Wenn dein Kerl aufgehängt ist, kannst du dich dazuhängen. Deiner ehrwürdigen Mutter an, dass sie dich aus dem Gefängnis herausholen muss. Und gleich zwei hat er dabei, dieser Nero. Lass mich da, bitte, Mutter, du weißt ja gar nicht, was hier... Nach Hause, sofort. Da hören Sie es, Ihre Frau Mama muss Ihnen sagen, was ich schicke. Marsch! Gleich, ich muss Ihnen doch etwas Wichtiges sagen. Bitte, Mutter, das ist wirklich sehr wichtig. Es ist doch mein einziges Eigentum. So, das ist auch wichtig. Marsch! Oh. Als Witwe. Nun sei aber auch ein bisschen fröhlich. Luzi, du hast dich wirklich prachtvoll benommen. Du dachtest ja zuerst, es wäre etwas Wahres dran an dem, was sie sagt. Da bin ich recht. Weißt du, ich liebe dich ja so sehr, dass ich dich fast lieber am Galgen sehe, als in den Armen einer anderen. Ist das nicht merkwürdig? Liebe Luzi, dir möchte ich mein Leben verdanken. Wundervoll, wie du das sagst. Sag es nochmal. Liebe Luzi, der möchte ich mein Leben verdanken. Sag es nochmal. Wie oft denn noch? Luzi, der möchte ich mein Leben verdanken. Soll ich mit dir fliehen? Ja. Nur weißt du, wenn wir zusammenfliehen, dann können wir uns schwer verstecken. Sobald man mit der Sucherei aufhört, werde ich dich sofort holen lassen. Und zwar per Eilpost. Das kannst du dir denken. Hm? Hol meinen Stock. Ja. Smith! Luzi, unsere Liebe wird uns für ewig aneinander ketten. Hallo, Mac! Mac, bitte antworte! Ich kann es nicht mehr aushalten! Bitte, Mackie. Was ist das? Ist er fort? Gott sei Dank. Mein Name ist Peachen. Ich komme mir die 40 Pfund abholen, die für die Dingfestmachung des Banditen McKees ausgesetzt sind. Hallo? Ist das Herr McKees?
ist wohl auf den Bummel gegangen. Ich komme da rein, einen Verbrecher zu besuchen, und wer sitzt da? Der Herr Brown. Tiger Brown sitzt da, und sein Freund McKees sitzt nicht da. Oh, Herr Peachum, es ist nicht meine Schuld, ich bin außer mir. Das glaube ich, scheußlich müssen Sie sich fühlen. Das Gefühl der Ohnmacht ist es, was einen so lähmt. Die Karls machen ja, was sie wollen. Schrecklich, schrecklich. Sie schließen einfach die Augen und tun, als sei nichts gewesen. Denken Sie, Sie sind auf einer hübschen grünen Wiese mit weißen Wölkchen darüber. Und die Hauptsache, dass Sie sich diese gräulichen Dinge da aus dem Kopf schlagen. Die Gewesenen und vor allem die, die noch kommen werden. Zum Teufel, ich kann doch nicht dafür, wer der Kerl entweicht. Die Polizei kann da nichts machen. So, die Polizei kann da nichts machen. Sie glauben nicht, dass wir Herrn McKees hier wiedersehen werden? Ja, dann ist es scheußlich ungerecht, was mit Ihnen geschehen wird. Tja, den strahlenden Krönungszug, den sehe ich ja noch nicht. Was soll das heißen? Ich darf Sie da wohl an einen historischen Vorfall erinnern, der, obwohl er seinerzeit im Jahre 1400 vor Christi großes Aufsehen erregte, doch heute weiteren Kreisen unbekannt ist. Als der ägyptische König Ramses II. Gestorben war, ließ sich der Polizeihauptmann von Ninive bzw. Kairo irgendeine Kleinigkeit gegen die untersten Schichten der Bevölkerung zu Schulden kommen. Die Folgen waren schon damals furchtbar. Der Krönungszug der Thronfolgerin Semiramis wurde, wie es in den Geschichtsbüchern heißt, durch die allzu lebhafte Beteiligung der untersten Schichten der Bevölkerung zu einer Kette von Katastrophen. Die Historiker sind außer sich vor Entsetzen, wie furchtbar sich Semiramis ihrem Polizeihauptmann gegenüber benahm. Ich erinnere mich nur dunkel, aber es war die Rede von Schlangen, die sie an seinem Busen nährte. Wirklich? Der Herr sei mit Ihnen, Brown. Ihr Herr, wie er uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine merkt euch ein für allemal, wie es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch? Indem er stündelig den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwirft und frisst. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Uns, wann ein Weib die Röcke heben und ihre Augen einwärts drehen kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwirkt und frisst?
In derselben Nacht rüstet Peachum zum Aufbruch. Durch eine Demonstration des Elends beabsichtigt er, den Krönungszug zu stören. Also du bekommst gar nichts, hörst du? Gar nichts. Wie darf ich das verstehen, gnädige Frau? Mir auf die Bude zu rücken mitten in der Nacht, um 3 Uhr in der Früh in ein anständiges Haus zu kommen. Du solltest dich lieber ausschlafen von deinem Gewerbe. Ausschauen tust du wie gespiene Milch. So, ich kann also mein kontraktliches Honorar dafür, dass ich Herrn McKeith dingfest gemacht habe, nicht bekommen, gnädige Frau. Ganz genau. Einen Dreck bekommst du und keinen Judaslohn. Und warum, gnädige Frau? Weil dieser saubere Herr McKeith wieder in alle Winde verstreut ist, darum. Und jetzt marsch aus meiner guten Stube, meine Dame. Hast doch die Höhe. Machen Sie das nur nicht mit mir, das möchte ich Ihnen gesagt haben. Mit mir nicht. Filch! Die Dame wünscht, hinausgeführt zu werden. Ich möchte Sie doch bitten, Ihre dreckige Fresse zu halten. Sonst könnte es passieren. Was ist denn los? Du hast dir doch hoffentlich kein Geld gegeben. Na, wie ist's, meine Dame? Sitzt der Herr McKeith oder sitzt er nicht? Lassen Sie mich doch mit Ihrem Herrn McKeith in Ruhe. Dem können Sie nicht das Wasser reichen. Ich habe heute Nacht einen Herrn weggehen lassen müssen, weil ich in die Kissen weinte, als ich daran denken musste, dass ich diesen Gentleman an Sie verkauft habe. Ja. Was glauben Sie, was heute Morgen geschah? Vor noch nicht einer Stunde, ich hatte mich soeben in den Schlaf geweint, pfiff es, und auf der Straße stand eben dieser Herr, um den ich geweint hatte und wünschte, dass ich ihm den Schlüssel herunterwerfe. In meinen Armen wollte er mich die Unbill vergessen lassen, die ich ihm zugefügt hatte. Das ist der letzte Gentleman in London. Meine Herren! Und wenn meine Kollegin Suki Tawdry jetzt hier nicht mitgekommen ist, dann ist es, weil er von mir auch noch zu ihr ging, um auch sie zu trösten. Suki Tawdry. Und jetzt wissen Sie, warum Sie diesem Herrn nicht das Wasser reichen können. Sie niedriger Spitze. Fisch, lauf schnell zum nächsten Polizeiposten. Herr McKeith weilen bei Fräulein Suki Tawdry. Da steht nun einer fast schon unterm Galgen. Der Kalk ist schon gekauft, ihn einzukalken. Sein Leben hängt an einem brüchigen Fädchen. Was hat er noch im Kopf, der Bursche? Mädchen, schon unterm Galgen ist er noch bereit. Das ist die sexuelle Höchstkeit. Er ist schon sowieso verkauft mit Haut und Haar, hat in ihrer Hand den Judaslohn gesehen. Und sogar er beginnt nun zu verstehen, dass ihm des Weibes Loch das Grabloch war. Und er mag wüten gegen sich und toben, bevor es Nacht wird, liegt er wieder droben. Du kannst morgen beim Geschäft vorbeikommen und dir dein Geld holen, aber nach der Krönung. Frau Peachum, Sie sehen mich sprachlos. Polente! Bis zur Wache bin ich gar nicht gekommen. Die Polizei ist schon da. Versteckt euch. Wir versammeln uns in einer Stunde vom Buckingham-Palast. Stell die Kapelle zusammen, vorwärts. Und wenn du mich sagen hörst, harmlos. Verstehst du mich? Harmlos. Harmlos, ich verstehe gar nichts. Ja, selbstverständlich verstehst du gar nichts. Also, wenn ich sage harmlos, harmlos, dann spielt hier irgendeine Art von Musik. Los. So, jetzt wird durchgegriffen.
helfen, Herr Bettlers Freund. Gleich mal den Kettel legen, Smith. Guten Morgen, Brown. Guten Morgen. Gut geschlafen? Hä? Morgen, Brown. Meint er mich? Kennt er Sie? Ich glaube nicht, dass ich das Vergnügen habe, dich zu kennen. So? Nicht? Morgen, Brown. Hauen Sie ihm den Hut vom Kopf. Sehen Sie, Brown, nun Sie mal Ihr Weg vorbeiführt. Ich sage vorbei, Brown. Da kann ich Sie ja gleich darum bitten, einen gewissen McKees endlich hinter Schloss und Riegel zu bringen. Der Mann ist verrückt. Lachen Sie nicht, Smith. Lachen Sie nicht. Sagen Sie, wie kommt es, dass dieser notorische Verbrecher in London frei herumläuft? Weil er Ihr Freund ist, Brown. Wer? Na, Mickey Messer, ich doch nicht. Ich bin doch kein Verbrecher. Ich bin doch ein armer Mensch. Mich können Sie doch nicht schlecht behandeln. Wir halten uns doch alle an das Gesetz. Das Gesetz ist einzig und allein gemacht zur Ausbeutung derer, die es nicht verstehen oder die es aus nackter Not nicht begreifen können. Und wer von dieser Ausbeutung seinen Brocken abbekommen will, muss sich streng an das Gesetz halten. Wollen Sie damit sagen, dass unsere Richter bestechlich sind? Im Gegenteil, Herr, im Gegenteil. Unsere Richter sind ganz und gar unbestechlich. Mit keiner Geldsumme können sie dazu bestochen werden, Recht zu sprechen. Abmarsch der Truppen zur Spalierbildung vom Buckingham-Palast. Der Abmarsch der Ärmsten der Armen eine halbe Stunde später. Ganz richtig, Herr Peachen. Abmarsch der Ärmsten der Armen in einer halben Stunde. Nach Old Bailey, ins Gefängnis, ins Winterquartier. Diese Nacht habe ich nämlich die Lösung gefunden, Peachen, und ich darf wohl sagen, einen guten Freund aus Todesnot errettet. Ich räuchere einfach Ihr ganzes Nest aus und sperre alles ein wegen, ne, wegen was wohl? Wegen Straßenbettel. Sie schienen mir doch anzudeuten, dass Sie mir, der Königin, die Bettler auf den Hals hetzen wollen. Und diese Bettler lasse ich mal festnehmen. Kannst du was lernen? Brown, ich kann Sie da vor einer Übereilung bewahren. Gott sei Dank, Brown, dass Sie da zu mir gekommen sind. Sehen Sie, Brown, diese paar Leute können Sie natürlich verhaften. Die sind harmlos. Harmlos! Hey, was ist das denn? Das ist Musik. Und sie spielen eben so gut sie können. Das Lied von der Unzulänglichkeit. Kennen Sie nicht? Können Sie was lernen? Der Mensch lebt durch den Kopf. Der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals sieht er eben diesen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht. Und mach dann noch nen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Ihr Plan, Brown, war genial, aber undurchführbar. Was Sie festnehmen können, sind ein paar junge Leute, die aus Freude über die Krönung ihrer Königin einen kleinen Maskenball veranstalten. Wenn die richtigen Elenden kommen, hier ist kein einziger, sehen Sie, da kommen doch Tausende. Das ist es, Sie haben die ungeheure Zahl der Armen vergessen. Wenn die da nun vor der Kirche stehen, das ist doch kein festlicher Anblick. Die Leute sehen doch nicht gut aus. Wissen Sie, was eine Gesichtsrose ist, Brown? Aber jetzt erst 120 Gesichtsrosen. Die junge Königin sollte auf Rosen gebettet sein, aber nicht auf Gesichtsrosen.
Und dann diese Verstümmelten am Kirchenportal. Das wollen wir doch vermeiden, Brown. Sie sagen wahrscheinlich, die Polizei wird mit uns armen Leuten fertig werden. Das glauben Sie ja selbst nicht. Denn wie wird es aussehen, wenn anlässlich der Krönung 600 arme Krüppel mit Knütteln niedergehauen werden müssen? Schlecht würde es aussehen. Ekelhaft sieht es aus. Zum Übelwerden ist es. Mir ist ganz schwach, Brown, wenn ich daran denke. Das ist eine Drohung. Das ist eine Erpressung. Dem Mann kann man nichts anhaben. Dem Mann kann man im Interesse der öffentlichen Ordnung nichts anhaben. Das ist noch nicht vorgekommen. Aber jetzt kommt es vor. Ich will Ihnen etwas sagen. Der Königin von England gegenüber können Sie sich benehmen, wie Sie wollen. Aber dem ärmsten Mann Londons können Sie nicht auf die Zehen treten. Sonst haben Sie ausgebraunt, Herr Brown. Sie wollen also, dass ich Mackie Messer verhafte? Sie haben gut reden. Erst muss man einen Mann haben, ehe man ihn verhaften kann. Na, wenn Sie mir das sagen, dann kann ich nicht widersprechen. Dann werde also ich Ihnen den Mann besorgen. Wir wollen doch sehen, ob es noch Moral gibt. Jenny, wo halten sich Herr McKees auf? Oxford Street 21 bei Suki Tawdry. Geht sofort zu Oxford Street 21, Suki Tawdry. Nehmt McKees fest und bringt ihn nach Old Bailey. Ich muss mir inzwischen meine Gala-Uniform anziehen. Heute muss ich mir meine Gala-Uniform anziehen. Brown! Wenn er um 6 nicht hängt. Mac, das ging nicht. Haben Sie was gelernt, Brown? Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut. Ihr saht den weisen Salomo, ihr wisst, was aus ihm wurd. Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Wie groß und weiß war Salomo. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr sah die schöne Kleopatra, ihr wisst, was aus ihr wurd. Zwei Kaiser fielen ihr zum Raub, da hat sie sich zu Tode gehurt und welkte hin und wurde Staub. Wie schön und groß war Babylon. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Schönheit hatte sie so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Nun seht ihr McKeith und mich, Gott weiß, was aus uns wird. So groß war unsere Leidenschaft, wo haben wir uns hin verirrt, dass man ihn jetzt zum Galgen schafft. Da seht ihr uns.
spät, jetzt ist es noch nicht Nacht. Da sieht die Welt die Folgen schon. Die Leidenschaft hat uns so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Freitagmorgen, 5 Uhr. Mackie Messer, der abermals zu den Huren gegangen ist, ist abermals von den Huren verraten worden. Er wird nunmehr gehängt. Ja, rein mit ihm. Die Westminster Glocken läuten schon zum ersten Mal. Stellen sich anständig hin. Ich will nicht wissen, warum Sie so einen kaputten Eindruck machen. Ich denke, Sie schämen sich. Um 6 Uhr müssen wir ihn gehängt haben. Bereitet alles vor. Smith! Wie viel Uhr ist es? Haben Sie keine Augen? Es ist 5.04 Uhr. 5.04 Uhr. Smith! Ist er drin? Wollen Sie ihn sehen? Nein, nein, um Gottes Willen. Machen Sie nur alles allein. Ich will gar nichts sagen. Nichts von Bestechung, fürchten Sie nichts. Wenn Sie sich bestechen ließen, dann müssten Sie so viel kriegen, dass Sie Zeit Ihres Lebens ausgesorgt hätten. 1.000 Pfund, was? Sagen Sie nichts. In 20 Minuten werde ich Ihnen sagen, ob Sie diese 1.000 Pfund heute Mittag noch kriegen können. Ich rede nicht von Gefühlen. Gehen Sie raus, denken Sie scharf nach. Das Leben ist kurz und das Geld ist knapp. Ich weiß überhaupt noch nicht, ob ich welches auftreibe. Lassen Sie herein, sobald er herein will. Man hört die Stimme, die um Mitleid ruft. Mackie sitzt hier, nicht unterm Hagedorn, nicht unter Buchen, nein, in einer Gruft, die er verschlug in des Geschickes Zorn. Gott gibt, dass hier sein letztes Wort noch hört. Die dicksten Mauern schließen ihn jetzt ein. Fragt ihr denn gar nicht, Freunde, wo er sei? Ist er gestorben, kocht euch Eierwein? Solange er aber lebt, steht ihm doch bei. Wollt ihr, dass seine Marte ewig wird? 5.25 Uhr, ihr habt euch Zeit gelassen! Ja, wir mussten schließlich... Schließlich, werde gehängt, Mensch! Wir haben keine Zeit, mit euch herumzugiften. 5.28 Uhr, also... Wie viel könnt ihr sofort aus eurem Privatdepot ziehen? Aus unser? Früh um 5? Ist es denn wirklich so weit? 400 Pfund ginge das. Ja, und wir, das ist doch alles, was da ist. Ihr gehängt oder ich? Liegen wir bei Suki Tawdry, anstatt uns dünne zu machen? Liegen wir bei Suki Tawdry oder du? Ich halte deine Fresse, ich liege bald woanders als bei dieser Schlampe. 5.30 Uhr. Ja, dann müssen wir es eben machen, Matthias. Herr Braun ist fragen, was Sie als Mahlzeit haben wollen. Lass mich in Ruhe, also willst du oder willst du nicht? Spargel! Anbrüllen lasse ich mich überhaupt nicht! Ich brülle dich doch gar nicht an, es ist doch nur, weil, mein Gott, Matthias, wirst du mich hängen lassen? Natürlich werde ich dich nicht hängen lassen. Wer sagt denn sowas? Aber das ist eben alles. 400 Pfund ist eben alles, was da ist. Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen. 5.38 Uhr. Ja, dann aber Tempo, Matthias, sonst nützt es überhaupt nichts mehr. Ja. Wenn wir nur durchkommen, ist ja alles voll. Dies Gesindel. Jetzt kommt und seht, wie es ihm dreckig geht. Jetzt ist er wirklich, was man Pleite nennt. Die ihr als oberste Autorität nur eure Schmierengelder anerkennt. Seht, dass er euch nicht in die Grube fährt. Ihr müsstet gleich zur Königin und den Haufen und müsstet über ihn mit ihr jetzt sprechen. Wie Schweine eines hinter Wandern laufen. Auch seine Zähne sind schon lang wie Rechen. Wollt ihr, dass seine Marter ewig wird? Polly! Ja, Mackie, ich bin da. Ja, ja, natürlich. Wie geht es dir denn? Bist du sehr kaputt? Es ist schwer. Ja, ja. Und Polly, was wirst du denn jetzt machen? Ich meine, was wird denn jetzt aus dir? Weißt du, unser Geschäft geht sehr gut. Das wäre das Wenigste. Mackie, bist du sehr nervös? Was war eigentlich dein Vater? Du hast mir so viel noch gar nicht erzählt. Ich verstehe das alles gar nicht. Du warst doch immer ganz gesund eigentlich. Polly, kannst du mir ja nicht raushelfen? Ja, natürlich. Mit Geld natürlich. Ich habe mit dem Geld. Aussehen... Das Geld ist nach Manchester abgegangen. Du hast keins? Nein, da habe ich keins.
Oh, Mackie. Ja? Haben Sie Ihre 1.000 Pfund zusammen? Alles Gute, Mackie. Lass es dir gut gehen und vergiss mich nicht! Hallo, Mac. Da sind die Spargel. Willst du nicht ein wenig zu dir nehmen? Bemühen Sie sich nicht, Herr... Herr Brown. Es gibt andere Leute, die mir die letzte Ehre erweisen. Oh, Mackie. Ich bitte um die Abrechnung. Sie erlauben, dass ich währenddessen esse. Na, das ist schließlich mein letztes Essen. Mahlzeit. Du triffst mich wie mit einem glühenden Eisen. Ach, komm, die Abrechnung, Herr. Bitte die Abrechnung. Keine Sentimentalitäten. Ich habe sie mitgebracht, die Abrechnung vom letzten Mal. Sie sind nur gekommen, um mir Geld hier noch herauszuholen. Mac, wenn du so sprichst, kann ich gar nichts denken. Komm, die Abrechnung, Braun. Also bitte, wenn du durchaus willst. Da sind also erstens die Summen für die Ergreifung von Mördern, die du oder deine Leute uns ermöglicht haben. Du hast von der Regierung ausbezahlt bekommen im Ganzen. Ja, für 3 Fälle A 40 Pfund macht 120 Pfund. Ein Viertel für Sie würde also 30 Pfund betragen, welche wir Ihnen schulden. Ja. Ja, ich weiß aber wirklich nicht, ob wir dieses Gewäsch, ja? 30 Pfund. Und für den in Dover 8 Pfund. Wieso nur 8 Pfund? Da glauben Sie mir nicht, Brown. Sie bekommen also aus den Abrechnungen des letzten halben Jahres 38 Pfund. Ein ganzes Leben habe ich dir alles von den Augen abgelegt. Ja, 3 Jahre in Indien, John, und Jim war dabei und George ist ersandt geworden. 5 Jahre London und das ist der Dank. Brown, hier hängt McKeith, der keine Laus gekränkt. Ein falscher Freund hat ihn am Bein gekriegt. An einen klafterlangen Strick gehängt, spürt er am Hals, wie schwer sein Hintern wiegt. Mac, wenn du mir so kommst... Wer meine Ehre angreift, greift nicht an. Deine Ehre! Jawohl, meine Ehre! Smith, anfangen! Leute hereinlassen! Entschuldige bitte! Jetzt kann ich Sie noch rausbringen. In einer Minute nicht mehr. Haben Sie das Geld zu sehen? Ja, ja, sobald die Jungs kommen. Die sind nicht zu sehen. Also, erledigt! Ich bin sein Schwiegervater, bitte um Verzeihung. Welcher von den Anwesenden ist der McKees? McKeith. Das Geschick, Herr McKeith, hat es gefügt, dass Sie, ohne dass ich Sie kenne, mein Schwiegersohn sind. Der Umstand, der mich Sie zum ersten Mal sehen lässt, ist ein sehr trauriger. Herr McKeith, Sie hatten einst weiße Glacé-Handschuhe, einen Stock mit einem Elfenbeingriff und eine Narbe am Hals und verkehrten im Tintenfischhotel. Übrig geblieben ist Ihre Narbe, welche wohl den geringsten Wert unter Ihren Kennzeichen besaß. Und sie verkehren nur mehr in Käfigen. Und absehbar bald nirgends mehr. Was für ein hübsches Kleid du anhast, Polly. Wir konnten nicht durchkommen. Wegen des großen Andrangs. Wir sind so gerammt, dass ich für Jakob einen Schlaganfall befürchten musste. Wenn du uns nicht glaubst. Was sagen meine Leute? Haben Sie gute Plätze? Sehen Sie, Captain, wir wussten, Sie verstehen uns. Sehen Sie, eine Krönung ist ja auch nicht alle Tage. Die Leute müssen verdienen, wenn sie können. Sie lassen grüßen. Herzlichst. Herr McKeith, wer hätte das gedacht? Damals, vor einer Woche, als wir im Tintenfischhotel diesen kleinen Step tanzten. Ein kleiner Step. Aber die Geschicke Hieniten sind grausam. Wir in Drury Lane sind ganz außer uns. Kein Mensch ist zur Krönung gegangen. Alle wollen dich sehen. Mich sehen. Also los jetzt. 6 Uhr. Wir wollen die Leute mal nicht warten lassen. Polly und Lucy, steht eurem Manne bei in seiner letzten Stunde.
meine Damen, was auch immer zwischen uns gewesen ist. Meine Damen und Herren, Sie sehen den untergehenden Vertreter eines untergehenden Standes. Wir kleinen bürgerlichen Handwerker, die wir mit dem biederen Brecheisen an den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, werden von den Großunternehmern verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes? Mitbürger, hiermit verabschiede ich mich von euch. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Einige von Ihnen sind mir sehr nahe gestanden. Dass Jenny mich verraten haben soll, erstaunt mich sehr. Es ist ein deutlicher Beweis dafür, dass sich die Welt gleich bleibt. Das Zusammentreffen einiger unglücklicher Umstände hat mich zu Fall gebracht. Gut, ich falle. Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, lasst euer Herz nicht gegen uns verhärten und lacht nicht, wenn man uns zum Galgen hebt. Ein dummes Lachen hinter euren Betten und flucht auch nicht, und sind wir auch gefallen. Seid nicht auf uns erbost wie das Gericht. Gesetzten Sinnes sind wir alle nicht. Ihr Menschen, lasset allen Leichtsinn fallen. Ihr Menschen, lasst euch uns zur Lehre sein und bittet Gott, er möge mir verzeihen. Die Mädchen, die Brüste zeigen, um leichter Männer zu erwischen, die Burschen, die nach ihnen äugen, um ihren Sündenlohn zu fischen, die Lumpen, Huren, Hurentreiber, die Tage, Diebe, Vogelfrei, die Mordgesellen, Abtrennsweiber. Ich bitte Sie, mir zu verzeihen, nicht so die Polizisten, Hunde, die jeden Abend, jeden Morgen nur Rinde gaben, meinem Munde auch sonst verursacht Mühen und Sorgen. Ich könnte sie ja jetzt verfluchen, doch will ich heute nicht so sein, um weitere Händel nicht zu suchen. Bitt ich auch sie mir zu verzeihen, man schlage ihnen ihre Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Im Übrigen will ich vergessen und bitte sie mir zu verzeihen. Publikum, wir sind soweit und Herr Marquis wird aufgehängt, denn in der ganzen Christenheit, da wird den Menschen nichts geschenkt. Damit ihr aber nur nicht denkt, das wird von uns auch mitgemacht, wird Herr Marquis nicht aufgehängt, sondern wir haben uns einen anderen Schluss ausgedacht.
damit ihr wenigstens in der Oper seht, wie einmal Gnade vor Recht ergeht. Und darum wird, weil wir es gut mit euch meinen, jetzt der reitende Bote des Königs erscheinen. Anlässlich ihrer Krönung befiehlt die Königin. Dass der Captain McKeith sofort freigelassen wird. Gleichzeitig wird er hiermit in den erblichen Adelsstand erhoben. Und ihm das Schloss Marmarell und eine Rente von 10.000 Pfund bis zu seinem Lebensende überreicht. Den anwesenden Brautpaaren lässt die Königin ihre königlichen Glückwünsche senden. Gerettet! Ja, ich wusste es, ja, ich wusste es. Wenn die Not am höchsten ist, die Rettung am nächsten. Wenn die Not am höchsten ist, die Rettung am nächsten. Gerettet, gerettet, mein lieber McKeith ist gerettet. Ich bin sehr glücklich. Singt den Koran der Ärmsten der Armen, deren schwieriges Leben ihr heute dargestellt habt. Denn in Wirklichkeit ist gerade ihr Ende schlimm. Die reitenden Boten des Königs kommen sehr selten, wenn die Getretenen wieder getreten haben. Darum sollte man das Unrecht nicht zu sehr verfolgen. Denn es ist kalt, denn das Dunkel.
so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Die im Licht sind, ja, die sieht man, die im Dunkeln